Angsten leben wir vor dem, was kommen mag. In Ängsten leben wir, dabei hat jeder Tag doch seine eigenen Sorgen. Drum sorg dich nicht um morgen, drum sorg dich nicht um morgen. Wir lernen, sind bereit, so manches auszuhalten und mit Besonnenheit das Leben zu gestalten. Wenn wir mit Liebe handeln, wird das die Welt verwandeln, wird das die Welt verwandeln. Alles, was uns Sorgen macht, hat Gott schon lange mitbedacht. Liebe und Besonnenheit schenkt er jenen mit der Zeit, die auf ihn trauen, auf die Kraft, die uns neuen Mut verschafft. Wir ziehen durch die Zeit, sie nimmt uns einfach mit. Der Weg auch weit, es kommt der letzte Schritt, den wollen wir gestalten, getrost von ihm gehalten, getrost von ihm gehalten. Alles, was uns Sorge macht, hat Gott schon lange mitbedacht. Liebe und Besonnenheit schenkt er jenem mit der Zeit, die auf ihn trauen, auf die Kraft, die uns neuen Mut verschafft. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Liedandacht. Heute geht es um das Lied »In Ängsten leben wir«, das wir auf dem Album »Mensch sing mit 3« im Sommer 2021 veröffentlicht haben. In Ängsten leben wir vor dem, was kommen mag. Das stimmt mit Sicherheit. So viele Dinge, die uns Angst machen in diesen Tagen. Der Krieg, der brutale Angriffskrieg Putins mitten in Europa, der der Ukraine abspricht, ein eigenes Land zu sein und mit alten Zarenfantasien versucht, wieder ein russisches Großreich herzustellen. Das macht uns Angst. Das hätten wir nicht für möglich gehalten, dass das mitten in Europa noch einmal möglich sein würde. Solch ein Angriffskrieg, ein brutaler Krieg, ein Landnahmekrieg mitten in Europa. Uns macht es Angst, welche Auswirkungen dieser Krieg hat. Auf einmal wird offenbar, wie viel Gas wir all die Jahre aus Russland bezogen haben. Auf einmal wird klar, wie die Lieferketten zusammenhängen. Dass Russland und die Ukraine die großen Getreidekammern dieser Welt sind. Lieferungen, die nun ausbleiben und die weltweit für eine Hungersnot sorgen. Das macht uns Angst. Uns macht Angst, wenn wir nach Brasilien schauen, wo eine Wahl stattgefunden hat nun, die ganz knapp ausging und man merkt, wie gespalten dieses Land ist. Und wir bangen um die Existenz des Amazonas. Wir haben Angst vor der Klimakatastrophe. Und wir wissen, wie wichtig der Amazonas für das weltweite Klima ist. Voller Angst schauen wir auch in den Iran, wo eine Sittenpolizei, die Sittenwächter, im Namen eines missverstandenen Islam das eigene Volk bekämpft. Eine junge Frau, die in die Stadt kam, um sich zu amüsieren und nur weil sie das Kopftuch falsch getragen hat, zu Tode gefoltert wurde. Und die Menschen stehen auf, mutig, lassen sich nicht beherrschen von ihrer Angst. Aber hey, was für ein Mut gehört dazu. Angstvoll schauen manche von uns auch in den Winter und fragen sich, wie werden wir durchkommen? Werden wir genug Gas, werden wir genug Energie haben? Und wir Deutschen sind ja Weltmeister darin, uns schon auf Ängste vorzubereiten, uns schon hinein zu diskutieren in eine Angst, auch wenn das Problem noch gar nicht so da ist. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir vorsorgen. Auch aus Angst, aber Angst ist kein guter Berater. Angst macht uns nach wie vor die Pandemie. Corona ist ja nicht vorbei.
Sicher, es wird keinen Lockdown mehr geben. Und trotzdem müssen wir vorsichtig miteinander umgehen. Uns zwar nicht von Angst bestimmen lassen, aber doch den nötigen Respekt und die nötige Ehrfurcht haben vor dieser Krankheit. Uns macht Angst das gespaltene Volk in den USA. Mit der Wahl Bidens hatte man ja gehofft, dass dieses Land endlich zur Ruhe kommt. Und nun ist da wieder Donald Trump, wie ein Gespenst aufersteht er. Das macht uns Angst. Angst um die Zukunft. Angst vor Krankheit. Angst vor Klimakatastrophe. Angst vor Krieg mitten in Europa. In Ängsten leben wir vor dem, was kommen mag. In Ängsten leben wir, dabei hat jeder Tag doch seine eigenen Sorgen. Drum sorg dich nicht um morgen, drum sorg dich nicht um morgen. Das stimmt schon. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und so lesen wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Er möchte uns trösten. Und über 300 Mal lesen wir in der Bibel, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was schenkt mir Kraft? Die Begegnung mit anderen Menschen schenkt mir Kraft. Dass wir uns austauschen, dass wir miteinander reden, dass wir unsere Sorgen und unsere Ängste teilen. Deswegen veranstalten wir einmal im Monat auch ein Friedensgebet in Mörlenbach am Hoffnungsfenster, um beieinander zu sein, um einander Mut zu machen und unsere Sorgen und unsere Befürchtungen vor Gott zu bringen. Das Gebet kann uns Kraft schenken. Das Gebet, dass wir miteinander beten und wenn wir unsere Sorgen vor Gott ausbreiten und bitten, komm Herr, hilf, schenke uns deine Kraft, schenke uns deine Furchtlosigkeit, deinen Mut. Und die Erfahrung zu machen, dass wir in Gemeinschaft, die da betet, das tatsächlich auch erfahren, dass Gott da ist und dass er uns ermutigt durch sein Wort, aber auch durch den Weg Jesu, den er in dieser Welt gegangen ist. Furchtlos auf andere Menschen zu. Das schenkt mir Kraft. Mir schenkt es Kraft, wenn ich mit anderen gemeinsam unterwegs sein kann, aber auch wenn wir miteinander singen. Und wir erleben ja jetzt wieder Konzerte, wo wir viel miteinander singen können und ich finde das toll. Kraftvoll, gemeinsam einander Mut zu machen. Gott hat uns diesen Geist der Kraft gegeben, den möchte er uns schenken. Und dann natürlich der Liebe. Die Liebe ist das zentrale Thema in der Bibel. In 1. Korinther 13 lesen wir, ich kann alles Mögliche machen. Ich kann die größten Wunder vollbringen. Ich kann gute Werke machen. Ich kann tolle Reden halten. Aber wenn ich die Liebe nicht habe, wenn ich keine Liebe habe, wenn das alles lieblos geschieht, dann nützt es nichts. Die Liebe ist die Grundvoraussetzung für ein anderes Leben und ganz anders könnten wir leben. Nicht aus der Furcht heraus, sondern aus dem Wissen, Gott ist da und er begleitet uns. Und so heißt es an anderer Stelle, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das möchte ich. Ich möchte in der Liebe bleiben. Ich möchte anderen liebevoll begegnen. Und das ist oft zu schwer. Und auch da kann mir das Gebet helfen, dass ich sage, lieber Gott, bitte schenkt mir jetzt ganz viel Liebe, auch für diesen Menschen, gerade dann, wenn es mir schwerfällt. Und wie schwer es uns fallen kann, hören wir ja an dem Jesuswort, wo Jesus sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Trotzdem habe ich es oft schon erlebt, dass ich am Tisch saß und einfach meine negativen Gedanken weggeschoben habe und um Liebe gebeten habe für diesen Menschen, den ich in diesem Moment nicht verstanden habe. Mir hilft es da manchmal auch, dass ich einfach das Kreuz schlage und bitte, Herr, erbarme dich. Schenk mir Liebe für mich selber, aber auch Liebe für den anderen Menschen. Das funktioniert, das kann ich tun.
Und für Stück werde ich merken, wie diese Liebe mich verändert. Gott hat uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und die Besonnenheit ist das, was daraus wächst. So erlebe ich unseren Bundeskanzler als einen besonnenen Menschen, manchmal vielleicht sogar zu besonnen. Aber aus dieser Kombination von Kraft und Liebe, da auch noch die Besonnenheit hinzuzunehmen, also nicht voranzupreschen, nicht alles Mögliche anzuleiern, nicht sofort zu reagieren, sondern sich dann nochmal zurückzunehmen und zu überlegen, okay, und wie kann ich jetzt wirklich helfen? Was hilft jetzt wirklich? Wo verspreche ich auch nicht zu viel? Das ist die Besonnenheit. Und da kann mir wieder dieses alte Gebet um Gelassenheit helfen. Gott, schenke du mir die Gelassenheit, die Dinge, die ich nicht ändern kann, hinzunehmen. Den Mut, die Dinge, die ich ändern kann, zu ändern. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In Ängsten leben wir vor dem, was kommen mag. In Ängsten leben wir, dabei hat jeder Tag doch seine eigenen Sorgen. Drum sorg dich nicht um morgen, drum sorg dich nicht um morgen. Alles, was uns Sorgen macht, hat Gott schon lange mitbedacht. Liebe und Besonnenheit schenkt er jenen mit der Zeit, die auf ihn trauen, auf die Kraft, die uns neuen Mut verschafft. Das wünsche ich dir, dass du diesen neuen Mut, diese neue Kraft, diese neue Liebe spürst in deinem Leben und Besonnenheit praktizieren kannst in deinem Umfeld, auf andere besonnen wirken und sie kraftvoll mitnehmen auf diesen Weg der Liebe mitten in dieser Welt. Seid behütet, euer Clemens Bittlinger.